Hallo, ich bin Theresa. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dem Body Definition machen wollt. Body Definition ist eine Stunde, die besonders auf die schlanke Muskulatur, auf die tiefen Muskulatur eingeht. Deswegen machen wir langsamere Bewegungen, die aber sehr kraftvoll sind und sehr intensiv. Es beginnt sehr schön langsam und aufzuwachen. Ich habe die Stunde meistens in der Früh, sie ist aber auch sehr angenehm am Abend, also wenn ihr sie am Abend lieber machen wollt. Tief einatmen. Schultern tief, wir fangen an. Bauchnabel nach innen ziehen, aktiviere deinen Beckenboden. Geh leicht in die Knie, damit dein Rücken schön gerade ist, schließ die Augen. Und jetzt atme mal durch den ganzen Körper. Tief ein- und ausatmen, lass die Schultern entspannt. Schön tief hinein in die Bewegung. Versuch den Rücken zu fühlen, ins Schulterblatt hineinzukommen. Bauchnabel fest nach innen ziehen und dabei jetzt die Ellbogen ein bisschen höher führen. Wenn du möchtest, spreizst du die Finger, um mehr Spannung in deinen Armen zu bekommen. Und öffne die Brust, werde größer in deiner Bewegung. Aber bleib schön tief mit deinem Körper im Boden versunken. Dann nimm den ganzen Arm nach hinten, atme aus, schau ihm nach. Und das Becken bleibt fixiert. Zieh dich lang, schau nach hinten. Zurück ins Gelenk, Bauchnabel nach innen und wir rotieren nur den Oberkörper. Ihr dürft immer noch die Augen geschlossen halten. Dann habt ihr mehr Bewusstsein für euren Core, versucht wirklich bewusst hineinzukommen. Mitatmen. Mach heute langsam, ganz wie es für dich passt heute. Zurück auf Zehenspitzen und Boden. Bauchnabel nach innen. Diesmal nicht nach hinten, sondern nach oben kommen. Schön die Füße in den Boden verwurzeln. Zehenspitzen aktiv halten. Versuch mal alle Zehen zu aktivieren. Da ist der Bauch.
die Augen noch ein bisschen geschlossen. Dann hältst du oben auf den Zehenspitzen, ziehst die Bauchnabel nach innen, also aktivierst den Core, Brustbein anheben, Schulter tief, achte darauf, dass ich hier nicht den Zuhörer fällt, sondern dass sie schön die Hüfte nach vorne schiebt. Bauchnabel nach innen und hier dein Popo vielleicht ein bisschen einsinken, das sieht auch mal weit hoch. Und jetzt beginnen wir wieder, die Arme zu kreisen, die vorhin. Wenn ihr sie vorhin nach hinten gekreist habt, kreist sie jetzt nach vorne. Und bleib auf den Zehenspitzen. Wenn du schon guten Halt hast, dann hast du die Augen geschlossen. Und genieße, was passiert. Manchmal ist diese kleine Schwingung besser als das große, für das Verständnis im Körper. Zieh das Kind zur Brust, mach dich lang in der Wirbelsäule, bleib schön oben. Zurück auf die Fersen. Atme aus, setz dich ein bisschen in die Hocke, aktiviert schon den Popo, nicht nur die Beine. Mach heute langsamer, intensiver und komm hoch hinauf. Fließend atmen. Dreimal noch, zweimal noch, einmal noch. Und ein letztes Mal unten bleiben. Wir setzen uns wieder tief. Wir achten darauf, dass wir keinen Hohlkreuz machen. Aktivieren nochmal den unteren Bauch. Und wir rotieren den Oberkörper. Vorhin haben wir so rotiert. Jetzt rotieren wir nach oben. Schau nach. Mitte, oben, Mitte, oben. Nimm vielleicht den Arm zum Knie. Öffne die Brust. Versuch zwischen deinen Achseln durchzuziehen.
wir locken die Füße. Dann bleiben wir auf dem linken Standbein. Wir aktivieren wieder den Bauch und heben die rechte Hüfte leicht an. Bauchnabel nach innen ziehen, das Knie ganz hoch auf. So hoch es uns möglich ist. Achtet darauf, dass ihr jetzt nicht nach hinten fällt. Bleibt schön oben, Bauchnabel nach innen ziehen. Und kurz hier bleiben. Einmal schauen, wie es sich anfühlt auf der Matte oder auf dem Boden, was vielleicht angenehmer ist. Wo habt ihr gut Halt? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wackelt zu sehr, dann geht ruhig auf den Boden. Fest aktivieren in den Boden hinein. Vielleicht wollt ihr das Standbein leicht beugen. Und dann zieht ihr das Knie nach außen. Langsame, schöne Kreise, Bauchnabel nach innen. Schau, dass die Hüften noch parallel bleiben. Mach dich lang. Ein großer Kreis. Und vielleicht geht es jetzt schon ein bisschen weiter nach außen. Wenn es schwierig wird, dazwischen abstoppen. Kein Problem. Immer wieder neu an. Ausatmen, hoch. Schöne Kreise, sanft führen. Fest den Boden verwurzeln mit dem linken Fuß. Brustbein anheben. Alles arbeitet hier im unteren Bauch. Vier noch. Drei. Zwei. Und abstellen. Kurz lockern. Anderen Fuß verwurzeln, leicht in die Knie begehen, Bauchnabel nach innen ziehen. Aktivität. Knie anheben, so hoch es geht. Pass darauf auf, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Schieb dein Becken schön vor. Und beginn das Knie nach außen zu führen. Atme fließend. Große Kreise. Meistens geht eine Seite besser als die andere. Mach nichts. Gib der Seite, die schlechter ist, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Zu deiner schlechteren Seite. Und schau, dass du sie immer wieder ein bisschen motivierst, vielleicht ein bisschen mehr zu schaffen. Geduldig, aber ein bisschen motivierend. Gut. Denk wieder an das Bild von dem Baum, der verwurzelt im Boden ist. Diesmal das Standbein ist euer Stamm. Andere Richtung. Zieh das Knie nach außen. Fester Bauch, der arbeitet hier schön mit. Sehr gut. Zwei Augen richten. Lang werden. Wenn ihr gestoppt werden müsst, dann stoppt ihr kurz und fangt nachher wieder mit den Kreisen an. Noch vier Kreise. Zwei Kreise noch. Letzter Kreis. Abstellen. Sehr gut. Wir kommen wieder auf die andere Seite. Linken Fuß gut verwurzeln. Knie wieder hochziehen. Bauchnabel nach innen, so hoch es geht. Streck das Bein aus, Zehenspitze nach außen. Zieh es wieder an. Versuch nicht an Höhe zu verlieren. Oder nur wenig. Lass das Bein leicht gebeugt. Atme aus, streck schön. Sehr gut. Sanft arbeiten. Ausatmen beim Strecken. Viermal noch. Drei noch, zwei noch, letzter und wir halten ganz kurz oben. Vier, drei, zwei, absenken, kurz lockern. Rechten Fuß verwurzeln, Bauchnabel nach innen ziehen, Aktivität im Core, Zehenspitze nach außen und das Bein hochführen, so hoch es geht und das Knie anziehen, ausatmen. Schau, dass die Hüften noch im Parallelen bleiben. Dass du nicht zu sehr ausweichst in einem Teil. Viermal noch. Drei noch. Zwei noch. Kurz umhalten.
beide Beine lockern. Und wir beginnen ganz sanft noch eine Runde mit dem anderen Bein. Linken Fuß verwurzeln, Bauchnabel nach innen, zieh das Knie wieder so hoch es geht. Und diesmal schiebst du nach hinten. Fester Bauch aktivieren. In einer Linie. Es sind Oberkörper und Unterkörper. Achtet mal auf die Hüfte, dass sie gerade bleiben. Hinten zur Brust, zieh dich lang nach vorne. Streck und lang, fester Bauch. Wenn du möchtest, streck auf das Bein, das stehende Bein aus. Anziehen. So hoch es geht, Bauchnabel nach innen ziehen, ganz langsam nach hinten führen. Fließend atmen. Kinn zur Brust. Ihr könnt auch hier wieder einen Zwischenstopp machen. Ganz sanft arbeiten mit der Balance. Jeder Tag ist anders. Manchmal geht es besser, manchmal schlechter. Sei geduldig mit dir selbst. Du musst auch nicht zu tief runtergehen, wenn du das nicht fühlst, heute passt das nicht für dich. So wie es gut ist. Viermal noch. Dreimal noch. Zwei noch. Einmal noch. Und wir halten in der Standwarte. Bauchnabel nach innen, Schulter gerade. Wenn du willst, nimm die Arme nach außen. Fließend atmen, Hüftknochen parallel. Achte, dass die Hüfte nicht aufgedreht ist. Kurz halten noch. Vier, drei, zwei. Und langsam wieder absetzen. Die Beine locker. Komm zur anderen Seite gehen. Rechten Fuß verwurzeln. Bauchnabel nach innen ziehen. Aktivität herstellen. Und Knie anziehen, so hoch es geht. Bauchnabel nach innen, langsam nach hinten führen. In die schöne Standwaage kommen. Und wieder zurückführen, ganz langsam. Fließend atmen. Fixiere einen Punkt am Boden, damit es leichter. Zusammen Bauchnabel nach innen und hier halten.
Und dann steigst du mit dem rechten Bein nach vorne. Atmest aus und hebst den rechten Arm hoch. Gleichzeitig die Hüfte auf der linken Seite, sodass die Hüfte hier schön parallel ist. Schultern tief, eine Linie. Vier noch. Drei. Zwei. Einmal noch. Jetzt nimmst du den Fuß hier vorne und bringst ihn zur Seite. Kurz hier halten. Und jetzt drück dich hier raus. Heb den linken Arm ab, zieh die Schultern tief, heb die rechte Hüfte an, so dass du hier nicht einziehen musst, sondern gerade bleiben kannst. Wenn das nicht möglich ist, bleib Seite kommen und den Fuß in die Seite nehmen.
rechte Bein nach hinten. Beide Zehenspitzen schauen nach vorne, die Beine werden beide gestreckt. Schau, dass die Hüftknochen parallel bleiben, da oben nach hinten, du musst dann ablegen. Jetzt geh nach oben. Schieb mal die Fersen zusammen, die drückst du die Matte zusammen. Gerade Rücken, also nicht hier unten runter gehen, sondern auf und runter, zieh dich hier lang und dann gehst du nach unten. Thank you.
sanft nach rechts zu rotieren mit dem oberen Gang. Acht, sieben, sechs.
Roll dich langsam nach hinten. Streck die Beine aus. Und führ die Füße nach oben. Schulterblatt gegen den Boden legen. Und atmen. Langsam die Knie anziehen. Und sanft die Knie zur linken Seite bringen. Den Arm nach hinten, Schultern tief. Und in den Entspannungsmodus finden. Fließend atmen. Sanft auf die andere Seite rollen und nach hinten schauen. Die Beine zurücknehmen, aufrollen. Über das andere stellen, aufrichten und nach hinten schauen. Schultern tief. Wechsel auf die andere Seite. Richte dich wieder lang. Die Beine zusammen. Atme aus und geh langsam tief. Mach dich lang wie deinen Zehenbogen, ganz gerade. Aufrichten, die Beine zusammenbringen. Umgreifen, nach hinten steigen. Ferse tief ziehen, Kopf lang ziehen. Kopf entspannen. Schön locker lassen und Kopf richtig loslassen. Zurückwandern zu den Zehenspitzen. Locker lassen, die Ellbogen greifen. Und links, rechts. Roll dich Wirbel für Wirbel hoch. Öffne die Arme. Schließe die Arme, mach dich rund. Öffne die Arme, schließe die Arme, öffne, zieh die Arme über den Kopf, atme aus und lass los. Komm langsam wieder hoch. Komm an, atme tief ein und aus. Und dann schüttel alles durch, die Arme. Und die Beine und einmal alles. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, wir sehen uns bald in der nächsten Body Definition Stunde oder Bootcamp und hoffentlich ganz bald auch wieder in echt. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben. Ich freue mich. Theresa, könnt ihr mich auch gerne finden, überall. Sowohl bei Facebook als auch auf Instagram. Ich freue mich auf euch. Danke. Nächsten Mal bringen Sie eine Fortsetzung.